Und weißt du auch, was mit dir passiert, wenn du nicht ganz langsam wieder runtersinkst? Souvenirshop. Schlimmer! Dann endest du vakuumverpackt in einer Thunfischdose. Und das Einzige, was du noch wahrnimmst, ist der Geruch von Mayonnaise. Es tut uns leid, Mr. Krabs. Ich will, dass ihr beide mir versprecht, dass ihr euch in Zukunft von diesen Haken fernhaltet. Versprochen, Mr. Krabs. Ich will den Seemannsschwur hören. Sprecht mir nach.